Yo, meine Freunde, gönnt euch den geilen Scheiß von Dubai Days Nutrition. Egal ob Proteine, Fettverbrennung, Aminosäuren, Pre-Workout, Health and Beauty oder Mass-Gainer. Bei Dubai Days Nutrition bekommt ihr alles, was ihr braucht. Mit dem Code Genghis44TV gibt es außerdem fette 30% plus ein gratis Shaker obendrauf. Genghis, dieser Babak hat Video gegen dich gemacht, jetzt wieder gelöscht. Du, mit Babak ist auch alles cool. Ich habe Babak meine Meinung gesagt, ich glaube, der Babak versteht das auch. Ich glaube, der Babak wird einen ABK auch nicht anfassen, wenn ich da sein sollte. Und er hat mich nicht beleidigt. Er ist da höflich geblieben, sachlich geblieben. Er hat letztens meinen Stream geliked. Ich habe gesehen, er hat mich gestern oder so, hat er mich abonniert. Deswegen kein Hate von mir aus, was das angeht. Pass auf, wenn du größer wirst, denke ich, YouTuber sind genauso falsch wie Ripper. Alle wollen nur deinen Untergang. Ja, du, guck mal, sollen die versuchen so, weißt du? Also, das ist wirklich die einzige Sache, die ich dann persönlich nehme, weißt du? Wenn es wirklich Leute gibt, die versuchen, mich gezielt kaputt zu machen, die versuchen, mich gezielt fertig zu machen, dann ist das eine Sache, die ich Leuten sehr übel nehme. Und das ist somit das, ja, ich will nicht sagen das Einzigste, aber das ist so, das ist schon so was, das nehme ich echt sehr persönlich und da werde ich auch sehr, sehr direkt und konfrontativ. Eine Beleidigung, sei mal dahingestellt, ne? Im Internet hat jeder eine große Fresse, jeder beleidigt mal. Das ist das eine. Aber jemanden wirklich das Brot wegnehmen und die Existenz wegnehmen, da bin ich ein gebrandmarktes Kind, wie man so schön sagt. Und das lasse ich nicht zu. Das lasse ich mit mir nicht machen. Egal wer das ist. Egal wer das ist, das schwöre ich euch. Egal wer das ist, ich lasse nicht zu, dass man mit meinem Brot spielt. Und das hat auch einen gewissen Hintergrund. Wie gesagt, ich bin damals pleite gegangen mit meiner Firma. Und ja, keine Ahnung. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche deepen Stories erzählen und rumheulen und so, ne? Aber guck mal, ich mach's mal ganz kurz, ja? Ich bin kein dummer Junge, ja? Ich war nie blöd. Aber ich hatte nie Bock auf Schule. Ich habe meine Schule nicht vernünftig gemacht. Cousins von mir in der Familie, alle Kinder immer gut in der Schule. Nur ich hab auf Schule geschissen, so. Ja? Alle haben irgendwas gelernt, Ausbildung gemacht. Ich habe Ausbildung abgebrochen, bin Türsteher geworden. Ich habe immer Scheiße gemacht. Mein Cousin hat damals mit 18 seinen Führerschein gemacht. Ich habe meinen Führerschein verkackt, hingeschmissen, erst viel später gemacht. Und dann hatte ich irgendwann diese Firma. Ich habe angefangen, Geld zu verdienen, auch vorher schon. Meine Eltern fanden das gut, dass ich Geld verdiene. Irgendwann hatten die aber so ein bisschen Skepsis daran, wo die Kohle herkam. So, dann habe ich irgendwann meine Firma gegründet. Meine Firma lief sehr gut. Meine Eltern konnten das erste Mal wirklich stolz auf mich sein. So. Ich hatte auf einmal einen Laden. Unser Familienname stand an der Tür, direkt an der Hauptstraße in Bochum hier. An der Eingangstür. Jaylan, Geschäftsführer, dies, das. Und wie gesagt, meine Eltern waren mega stolz auf mich, dass ich das so geschafft habe. Ich hatte 150, 200 Leute manchmal, die ich auf Veranstaltungen geschickt habe. Ich habe hier Schalke-Stadion gemacht, habe da 150 Leute zweimal die Woche hingeschickt und so. Habe auch andere Veranstaltungen gemacht, ne? Hatte auf einmal einen dicken CLS, ja. Und dann ist das alles kaputt gegangen, das ist alles weggegangen. So, ich habe das erste Mal in meinem Leben irgendwie Schulden gehabt. Und Ich habe einfach die Traurigkeit und ich habe einfach gesehen, wie das meine Eltern auch mitgenommen hat, ja, dass das alles so kaputt ging, ja, die waren traurig deswegen und so weiter. Das hat die auch belastet, dass das alles so vor die Binsen gegangen ist. Und jetzt baue ich mir hier gerade wieder was auf und meine Eltern kriegen das mit, so, die sind auch wieder stolz auf mich.
Und meine Eltern waren nie reich. Ja, mein Vater kann nicht mehr arbeiten, der ist krank. Meine Mutter arbeitet, seitdem ich denken kann, als Putzfrau bei der Stadt. Und die ist auch schon kaputt. Kaputtes Knie, kaputter Rücken, kaputte Schulter, dies, das. Und jetzt verdiene ich wieder ein bisschen Kohle. Kann auch zu Hause meine Eltern so ein bisschen unterstützen. Und wer mir das wegnehmen will, wer mir das kaputt machen will, ne? Wer mir irgendwie, keine Ahnung, dadurch, dass das dann kaputt geht, wieder meine Eltern traurig macht, ne? Und ich wieder nochmal in diese Gesichter, in diese enttäuschten Gesichter gucken müsste, ich würde die kaputt machen, egal wer das ist. Ich würde die einfach auseinandernehmen. So. Das lasse ich auf jeden Fall nicht mehr mit mir machen. Ganz einfach Kiste. Es ist mir egal, ob das irgendein Club ist, ob das irgendein YouTuber ist. Ich f*** denjenigen. Schwöre ich euch. Egal wer das ist. Deswegen, bei dieser Sache, da kenne ich überhaupt keinen Spaß. Alle wollen Untergang haben, selber keine Eier. Bei Genghis weiß man, da wird sich schnell mal ins Auto oder aufs Moped gesetzt. Deswegen wird auch zurückgerudert. Fast nur Eierlose. Ja, es ist ja auch unnötig, weißt du, die Leute wissen auch, das ist einfach, es bringt die in Schwierigkeiten, es bringt mich in Schwierigkeiten, es ist halt einfach, bringt ja nichts, weißt du. Das war bestimmt die Konkurrenz, die dich hat sinken lassen in der Branche. Ja, definitiv. Also, ich kann euch sagen, eins zu eins, wie es war. Ich habe für Securitas als Subunternehmer gearbeitet. Das war mein Hauptauftraggeber. Und diese Leute, guck mal, von meinem besten Freund, die Mutter damals, also von meinem damaligen besten Freund, die Mutter, war Fachanwältin für Insolvenzrecht. Ja, die war schon in Rente. Und die hat mir erzählt, dass das, was mir passiert ist, mit meiner Firma einfach haufenweise gemacht wird mit so kleinen Firmen. Ja, mit Leuten, die nicht so liquide sind. So, wie läuft das Ganze ab? Diese große Firma, Securitas, die international tätig ist und die Haupt. Die einer meiner Hauptauftraggeber war, die hat mir einfach eine sehr große Rechnungssumme, hat die mir nicht bezahlt. Die haben 4 Monate mich ausgetrocknet und da waren Mitarbeitergehälter drin. Und weil da Mitarbeitergehälter drin sind, sind meine Leute nicht mehr arbeiten gegangen, bis die ihre Kohle gekriegt haben, was auch verständlich ist. Ja, so haben die meinen Laden ausgetrocknet, ich konnte zumachen. 4 Monate keine Aufträge reingekriegt, 4 Monate laufende Kosten. 4 Monate sind dir die Leute aufs Dach gestiegen. Du hast laufende Aufträge verloren. Und dann war hier. Der hier, ja? Und dann, was ist danach passiert? 3 Viertel meiner ganzen Mitarbeiter waren auf einmal bei Securitas direkt angestellt. Das war einfach nur ein Move, um mich platt zu machen und mir meine Mitarbeiter wegzunehmen. Hast du damals alleine Geschäftsführer gemacht oder waren da noch andere drin? Nein, ich war alleine und das ganze Ding ist auf meinen Nacken gegangen. Und ich habe von der Scheiße, abgesehen von der Geschäftsinsolvenz, von der Insolvenz auf die GmbH, habe ich dadurch auch privat noch Schulden gehabt von über 15.000 Euro. Haben sie die Insolvenzverschleppung reingedrückt? Wollten die machen. Haben die sogar noch versucht, mir Insolvenzverschleppung reinzudrücken. Aber die haben einfach gemerkt, dass ich voll lost war. So. Ich war das erste Mal Geschäftsführer, ich wusste gar nicht, was. So, ich habe versucht, den Laden zu retten. Und dass ich versucht habe, den Laden zu retten und nicht direkt Insolvenz angemeldet habe, haben die noch versucht, mir als Insolvenzverschleppung reinzudrücken. So, ich saß da vor der Richterin, da bei diesem Insolvenzverfahren, als sie mir das gesagt hat, so von wegen, ja, Insolvenzverschleppung. Ich stand da und sagte so, hä, was? Was für Insolvenzverschleppung? So, das war mein Laden, es ging um meine Existenz. Ich habe versucht, das Ding, die Karre irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Ja, was für Insolvenzverschleppung? Was ist das? Ich wusste nicht mal, was das ist. So, weißt du? Das war noch das beste Ding. Also das, und das Allergeilste war ja noch, ich bin mit 20 damals von zu Hause ausgezogen und als mir das passiert ist, im selben Monat, wo ich pleite gegangen bin, ist mein Hund gestorben, der Kangal, den ich hatte. Der ist von heute auf morgen tot umgekippt. Der hatte irgendwie, der war 2 Jahre, der war gerade 2 Jahre alt geworden. Das war genau ein Monat nach seinem 2-jährigen Geburtstag. Selbe Monat, wo mein Laden platt gegangen ist, ist der Hund gestorben.
irgendwie plötzlicher Herzinfarkt oder so. Und die Wohnung war angemeldet auf meine Freundin, auf meine damalige Freundin. Ich habe 5 Jahre mit der zusammen gewohnt. Ja? Also wir waren 5 Jahre zusammen, haben 5 Jahre auch zusammen gewohnt. So, der Hund ist gestorben, die Firma ist pleite gegangen. Die Frau damals hat mich verlassen und ich musste wieder bei meinen Eltern einziehen. Ja, das war so die Story so. Das war nochmal die Krönung obendrauf, dass ich in dem Alter dann nochmal bei meinen Eltern einziehen konnte. Mit nur Schulden auf dem Nacken. Vielleicht war das, was Securitas gemacht hat, ein Schicksal, wodurch mit YouTube was aufbaust, größer und mehr Spaß macht als der Job bei Securitas. Ja, das kann natürlich sein, ne? Klar. Wie gesagt, ich versuche auch immer in allen so das Gute zu sehen, aber ich sag mal so, ich hätte auch nicht unbedingt so hart auf die Fresse fallen müssen. Weißt du? Also, ein bisschen weniger auf die Fresse hätte es auch getan. Das muss man mal ganz klar sagen.